Aber wie fett. Oh, endlich schnell im Wasser. Oh, das ist ja super geil. Nice. Ah, das fetzt mir. Ich meine, zum Kämpfen taugen die eh nicht viel, von daher. Irgendwie ist mir gerade so kack. Ich mach mal eben den Boden aus. Einfach den Rauch folgen. Weil da hinten, das sieht aus, als wäre da irgendwie blauer Himmel, wo der Rauch ist. So witzig. Und den Spino würde jetzt auch nicht hinterherkommen, außer dass er extrem auf Movement Speed geskillt oder was. Mit bei der Base? Ja, bei der Base, mit dem T-Rex oder so. Würde der, wenn wir das Lager platzieren, das vielleicht irgendwo hinter dem Vulkan machen? Warum willst du den Vulkan? Also, dass wir übrigens rumschwimmen lassen. Nee. Ja, auch von da. Also, weil wir von der Hinterseite dann nicht drauf können. Wir haben ja gar keine Stamina am Wasser, oder? Nee, gar nicht. Ungefähr 30, 40 haben wir in der Base gebaut. 30, 40? Ja, das ist aber eher so eine Information. Hier vorne, hinter dem Strahl, hatten wir Wassertiere. Das ist ja gleich hier. Wie kann man dieses dieses Fernbedienung bauen? Ein Stein. Ja. Nein. So, und dann ein Stein. Nee, wo finde ich diese Fernbedienung? Ja, also so kannst du einfach so bauen. Gib einfach Remote ein. Ja. Ich hab dich verloren, oder? Ja, ich hab den Strahl gelootet. Ein Blueprint von dem Steinfenster dran. Nice. Frage, sind jetzt da alle T-Rexer unterwegs? Nee, die stehen oben in der Mitteletage. Okay. Ich bin jetzt drüben am Strand. Ja, du bist schon auf der Insel, oder was? Ja, ja, am Strand. Wollen wir uns bei der Lava da treffen, also Lavastrom davon? Ich sehe gerade keinen. Links rum, ne? Ah, ich sehe dich, okay. Muss gleich kommen. Okay. Ist das trostlos hier, ey. Unglaublich. Ja, welches Tag geht das bei uns zu Hause? Na, der schau gleich. Dieses Achter. Ich glaube T-Rex. Zwei. Wenn wir das Bike-Gleis ausrüsten. Oh, ja. 12er. Okay. Also, Krokodil ist ja irgendwie, fühle ich mich echt am besten. Nur Spino wäre noch geil, aber. Wir haben auch echt viele Leute mit dem Boot anzulanden und sind wahrscheinlich nie wieder weggekommen. Ja, das ist so ein bisschen die Insel des Todes, ne? Also, machst du hin und kommst nicht mehr zurück. Also ich weiß ganz genau, jetzt wird doch bestimmt irgendeine düstere Musik gerade laufen. Ich hätte auch das Problem, also da müssen ein oder zwei Leute sein, die reiten eigentlich den ganzen Tag nur um diese Insel herum, um irgendwelche Leute da halt, ne, kaputt zu machen. Warte mal, ist das da vorne ein Gate? Wow. Warte mal, da vorne ist eine Base. Jetzt greif was an. Yo, Crusader Space hier. Hast du den gerade gesehen? Bitte? Dann. Wie gerne würde ich da mal drüber fliegen und gucken. Hast du die wo? Was haben die denn? Ja, ich glaube, das sagt nichts zum. Den Affen, den habe ich vor ein paar Stunden gezählt. Achso. Aber das ist, die bauen auch wieder sehr groß und ambitioniert, also das wird ultra schwer zu sichern. Das ist schon wieder ein Schwachpunkt, den wir ausnutzen können vielleicht. Haben wir mal eben eine Loadkiste mit hier? Also ich glaube, ich würde da mit zwei Schüssen reinkommen in die Base. Die Frage ist, ob ich da rein will. So. Hier. Alter, die Lava in das Wasser, wie geil sieht das denn aus? Ey, das sieht übelst fett aus, wie die Lava in das Wasser da reingeht, das ist geil. Ja, weißt du, was sie gemacht haben? Ich glaube einfach, dass die auch so ein bisschen Bock haben, so ein bisschen auf RPG und dunkle Macht und so weiter. Das sieht nämlich übelst fett aus, was sie da gemacht haben. Das hat keinen Sinn, aber es sieht geil aus.
Hier die, wo der Lavafluss ins Wasser geht, ein Stückchen weiter war der rote Beacon. Wir können einfach diesen Lavastrom hochschwimmen. Du schwimmst vor. Da hinten läuft einer. Okay, dann schnell ins Wasser. Die sollen uns nicht sehen. Lahmarschig gerade. Ja, egal, die sollen nicht wissen, dass wir hier sind. Wir haben uns eh schon gesehen. Meinst du? Ja, der war direkt neben uns. Ach da, schütt ja auch. Zweit, der guckt mit der Knarre. Jo. Gibt auch noch Schrotkette, ne? Crusaders, Crusaders. Mir war interessieren, ob das Azun da auch wieder dabei ist. Kannst du mir ja vorstellen. Die haben mich geschossen. Oh, solche Assis. Ja, lass sie mal. Ich würde gerne, ob sie die an weiter schauen. Okay. Also, das haben wir ja gleich. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Da sind ja einige. Da vorne ist ein roter Beacon. Oder lila. Lila oder rot. Ich weiß halt nicht, ab wann das Obsidian hier anfängt, ne? Soweit ich weiß, ist das oben auf jeden Fall. Also da, wo der Vulkan ausbricht, sozusagen. Ja, dann ist es wahrscheinlich extrem ungefährlich. Ja, wir machen da auf jeden Fall mal hin. Genau, ist ein lila Strahl. Wir könnten uns auch, hast du Fallschirme dabei? Ja, 5 Stück. Okay. Theoretisch können wir die Krokodile im Wasser verstecken und wenn wir einen guten Punkt finden, mit der Grappling Hook schnell hochschießen. Das würde wahrscheinlich schneller gehen und wir sind flexibler, weil wir falsch schon runterspringen können. Oh, ich hänge in einem Baum. Ja, der Vulkan da oben ist er, da müssen wir hin. Das ist jetzt die Frage, wie wir da am besten hinkommen. Warte mal, das Krokodil hängt ja nicht in den Baum. Das ist total nervtötend. Wenn du einmal drin steckst, kommst du nicht mehr raus. Hast du mal Foto probiert? Ja, mach das. Oh, da kommt ein Schiff. Da vorne ist ein Schiff. Okay. Ja. Einzelnes Schiff, warte, ich guck eben. Outsiders. An die Outsiders, interessant. Outsiders. Ja, die haben noch kein gutes Gear oder so, oder? Ja, ich glaube, die wollen auch Obsidian oder so. Wahrscheinlich. Schaust du rein? War ein Sakko-Sattel-Blueprint drin. Nice. Na gut. Alter, das Vulkangebiet ist krass. Und obwohl es so schwarz ist, ist es trotzdem mega detailliert, ne? Katze. Müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir jetzt hier hochkommen. Verbrauch nicht deine komplette Stamina an. Ja, das reicht. Krass, oder Leute? Also ich bin gerade geflasht. Und das habe ich auch gemeint, wo wir auf der Halle an dem Balkangebiet waren, wo ich meinte, naja, ist ganz schön und nett, aber Zendermap ist halt 10-mal krasser so. Und gerade mit Crusaders jetzt hier noch ist das richtig heftig. Guck mal, wie fett das hier aussieht, ey. Das ist krass. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier hochkommen. Ich auch nicht. Wild Level 20 nur. Schade. Boah, die haben auch noch Perlen und Öl hier. Hier sind Perlen drin, ne? Ach du ja, Scheiße! Dann haben die ja alles, wa? Boah, heftig. Ich glaube, das Böse daran ist, an der Location, dass dort überwiegend der rote Beacons spawnen. Ja. Naja, und die haben alle Ressourcen hier auf der Insel. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der See hier existiert. Also die haben sich echt informiert. Da unten ist ein T-Rex. 20er T-Rex da unten, mhm. Und auch kein Obsidian. Hier können wir uns auch mit der Grappling Hook langarbeiten und dann einfach mit dem Fallschirm wieder runter. Na,
Das würde gehen. Die Krokodile auch ungern hier stehen lassen. Ja, oder du bleibst hier. Und bewachst. Wir gucken. Maulwurf, ne? Ja. Die Wand, die du setzen musst für die Mistkäfer, ist das, kannst du einfach eine normale Wand sein? Shit, geht doch nicht, ist zu weit weg. Ja. Oder kannst du auch die Umwelt sein? Ich kann mir vorstellen, dass der Aufgang vorne ist irgendwo. Nee, ich komme hier nicht hoch, weil es zu weit weg ist, leider. Sammeln. Du hast ein paar Biber mit? Ein Biber wiegt das Holz weniger. Oh, hier ist ein Höhleneingang. Geht's wahrscheinlich in die, Lama-Höhle? Ja, ich glaube, da war Obsidian drin. Jo? Nee. Alter. Alter! Ah, du weißt, dass wir ganz große Probleme haben, hier wieder dann rauszukommen, wenn die jetzt hier mit einem T-Rex anstampfen oder so. Ja. Dann ziehe ich mich mit der Grappling-Hook an die Seitenwand und bin weg. Kehrtmarsch. Vorsicht. Kann man rückwärts laufen? Ja. Nee, du musst seitlich wenden. Aber ich wollte mal gucken gehen. Was ist denn da? Ja, leider geht's nicht weiter. Ja, es geht übrigens nach unten, es geht schon weiter. Ja, ja, klar geht's weiter, aber nicht mit dem Kroko. Na gut. Will da nicht rein. Ey, Bugs, ich bin gerade froh, dass wir hier nochmal die Tour machen. Das ist ziemlich cool gerade. beeindruckend die Karte. Absolut beeindruckend. Nein, nein, nicht schlecht. Vor allem, also ich weiß jetzt schon, wenn wir die erste Staffel durch haben, selbst dann, es wird so viele Sachen geben. Guck mal, da ging es ja noch übelst runter. Ja. Wahrscheinlich fängt da die Höhle an. Es gibt ja auch übelst viele Höhlen hier, die auch richtig fett sind. Es gibt übelste Eishöhlen und so. Samino? Ganz ehrlich, also die Map, die hätte ich echt gerne als Community-Server noch nebenbei. Jo. Ach, Beam, Oder klapp mal, warte mal. Wir was ausmachen, wenn wir tatsächlich den Community-Server weiten, dass da die Center-Map draufkommt? Nö, kann doch gerne machen. Echt? Ja. Klar. Ja. Ich belasse das Bugs, also ich hab das ja auch schon gesagt, dass du das gerne machen kannst. So. Ja, ich dachte nur, es wäre vielleicht nicht so cool gleichzeitig neben dem Let's Play, aber wenn du da nichts gegen hast. Das Einzige ist nur, dass deswegen lasse ich halt wegen Community-Server, lasse ich halt nicht noch einen Server extra laufen, wo alles läuft und so, weil ich nicht will, dass der Community-Server gesplittet wird. Ja, das stimmt. Aber du kannst dann mitmachen, was du willst, und wenn die Leute Bock drauf haben, dann mach das gerne. Das ist ein Kanu. Hört sich gut an. Ich glaube, da hätten wahrscheinlich richtig viele Spaß dran. Glaube ich auch. Ja. Level 64. Ja, 64. Da unten ist ein Gehege. Vorsicht. Jetzt häng ich den Kanu fest. Scheiße. Hoch Hilfe. Warte, ich komm. Hab's geschafft. Nice. Der rennt weg. Ich komme. Okay. Vorsicht, da unten ist ein Gehege. Von Crusaders? Weiß ich noch nicht. Ich hab gerade muss ja keine Angst haben, dass sie mit dem Greifen hochgeflogen kommen. Nee, das ist, glaube ich, was anderes. Hanne, Bambi, LP. Mein Kano kommt wieder. Nicht, dass er mich jetzt runterstößt. Genau, eben wegweisen. Na komm her, hier. Ich hab ein super Torso. Da kommst du nicht vorbei. Mir wurde Bugs geschenkt. Der ist schön, ne? Ja, der ist ja schön tot. Auch 64er. Ja, Gürtel hat natürlich den Kill abgestaubt. Ich bin gerade überrascht, dass dieser Tribe noch am Leben ist. Ja. Weil so safe ist die Base jetzt nicht. Die haben einfach nur ein kleines Steinhäuschen mit einem Holzkreis. Und einem Trike. Ja, der Trike, der reicht's raus. Aber in die Base kommst du nicht mit der Grappling Hook rein. Ja doch, kommst du vielleicht doch irgendwie. Einfach mit dem Fallschirm von hier oben reinspringen. Bumm. Und ich meine, wir können von hier die Dinos wegsnibern, ne? Das ist heute. 15 Minuten noch ein Game raus. Ja. Weil Spiel gecrashed, ich muss Update sorgen. No. So, gibt's das hier überhaupt einen Aufgang zu den? Es muss irgendwo einen Aufgang geben. Ja, kein blassen Dunst. Hier vorne sieht so aus, als könntest du hochgehen. Man könnte meinen, wir hätten uns die Map nicht angeschaut davor. Ja, jede Ecke wahrscheinlich nicht. Komm, ja, nur cool und sieht cool aus. Okay. Aber diese konzentrierte Perlenteich, Alter. Böse. Ja, ich meine, gut, die haben Ozean vor der Haustür, da wird auch überall Perlen sein, ne? Aber.
Die Insel ist aber trotzdem riesig, also die können das gar nicht alles kontrollieren. Also sind 40 Mann oder so. Vielleicht hier drüben hoch, ne? Samina? Ja. Ich hätte gedacht, geht das nicht jetzt hier gerade aus, ne? Ja, weiß ich nicht. Hier sah so aus. Da können wir auch mal reingucken. Hier drüben? Ne, hier rechts oben ist auch, kommt auch Rauch hoch. Mhm. Ich habe noch 7 Crappin-Hooks dabei. Es ist jetzt dunkel, ne? Ich lasse aber die Fackel jetzt aus, Leute. Genau wissen. T-Rex. 28er. Wie geht's lang? Guck mal. Okay. Sieht gut aus. Noch Höhleneingang vielleicht wieder. Nö. Es geht durch eine Höhle, aber ich glaube, da ist der Weg nach oben. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich bin ja hier schon ab und zu mal durchgefahren im Spectator-Modus, obwohl ich Aufnahmen gemacht hatte zu der Karte und so. Erinnere mich gerade dran. Theoretisch müssen wir jetzt auf den Vulkan kommen, wo die Lava oben ist und ringsrum ist hoffentlich Obsidian. Das ist jetzt die Hoffnung. Obsidian ist ja Vulkangestein, wenn man es genau nimmt. Na, André, kannst du noch den Wikipedia-Artikel-Definition zitieren? Nee, muss ich nachgucken. Obsi! Obsi! Nice, nice, nice. Was meinst du, wie lange Stargate steht, wenn man das hier hinstellt? Nicht lange. Okay, wir packen jetzt so viel ein, wie geht, ne? Ja. Da sind auch nur 3 Blöcke. Ja, es geht noch weiter nach oben. Da oben ist noch mehr, definitiv. Ey, das ist ja trotzdem krass, Mann. Das ist so irgendwie Crusaders, so die böse Macht, weißt du, wenn du jetzt nochmal die Base anguckst und wir so voll, weiß ich nicht, bei uns ist alles voll schön. Naja, viel von der Base haben wir noch nicht gesehen, außer ein paar Toren. Ja, aber da, wo die Base halt ist, also die Vulkaninsel, die ist ja schon relativ trostlos und böse. Also sie ist beeindruckend und episch und cool und so, aber... Oh, sorry. Oh. Ja, komm hier hoch. Geh mal einen Sattel machen für den Dödel, ne? Jo, eine gute Idee. Alter, sieht das episch aus. Jupp, mach ich. Fett. So gut, das sollte jetzt mal ganz kurz Off-Take sein. Ich guck mal hier, weil ich glaube da hinter dem Stein oder so ist vielleicht gar nicht so schlecht, das zu verstecken. Das sage. Ja, ich hab gerade noch auf dem Obsi-Block hier, warte. Oder wird das Off-Take? Ja, ich weiß es noch nicht. Vielleicht lasse ich es auch drinnen, wir werden es sehen, Leute. Aber... Wenn wir hier einen verstecken. Also hier wäre gut. Wenn wir hier eine gute Stelle finden, wäre okay. So, Bugs, ich hab's gebaut. Okay, wo bist du? Rein theoretisch, von hier unten sieht man das nicht, weil das zu weit weg ist. Na, versuch mich mal. Moment, da greift gerade ein Skorpion dein Koko an. Okay. Ja. Ich muss halt nur gucken, das Problem ist, es ist ja ein bisschen weiter unten. Muss man da mal testen, dass man mit Dinos wieder hochkommt. Aber hier den Rand einfach lang. Na? Das wird schwierig. Ich frage, ob man das vielleicht von unten sogar sehen kann. Nee, definitiv nicht. Hundertprozentig. Ja. Meine Sorge ist jetzt nur. Na gut, da müssen wir noch eine Ramp hochbauen oder so. Notfalls. Dann können wir auch abschieben, der Koko ist voll. Okay. Ja, ich würde einen Transporter herholen. Ja, oder so. Das ist wahrscheinlich die beste Idee. Ich würde jetzt hier einfach alles wegfahren, noch schnell. Also hier, ich denke schon, dass das hier mindestens 10.000 Obsidian ist ringsrum. Ja, locker. Locker, ne? Weil wir dürfen, auch wenn das jetzt gut versteckt ist, nicht davon ausgehen, dass das Ding hier stehen bleibt. Wobei, die Chancen nicht schlecht stehen. Wobei ich das ja auch gerne im Video zeigen würde, wie ich es hier platziert habe, weißt du, weil ich das ja cool finde und das gerne zeigen würde. Das ist immer so die Problematik. Gut, wieso habe ich kein... Mein Interface ist weg. Ah ja, wegen Stargate, stimmt. Der Gürtel ist auch voll, oder was? Der Gürtel ist voll. Okay, dann lass das mal zur Base machen, ich muss eh relocken. Man muss bedenken, es gibt hier zwei Spots, Obsidian. Einmal auf dieser Vulkaninsel und dann dieser kleine Schädel und da ganz wenig.
Deswegen ist das jetzt so wertvoll. Auch wenn man davon eigentlich gar nicht mehr viel braucht am Ende, mit Polymer und so, aber dann hätten wir ausgesorgt, was Obsidian angeht, wenn wir das jetzt noch durchziehen. Das wäre wichtig. Halt, wir sind falsch. Wir sind ein Zweiter. Kann ja nur sein, wenn wir rauskommen, dass man rausfliegt. Das werden wir dann sehen. So, jetzt wo habe ich meine Fernbedienung? Nein. Mein Interface geht leider nicht mehr an. Das ist manchmal buggy mit dem Stargate. Scheiße, ich habe das gar nicht. Ah, jetzt sehe ich es wieder. Auf der 9. Ich überlege tatsächlich, ob ich meine Ausrüstung in den Koko tue, bevor man da wieder rührt. Wir müssen gar keine Ausrüstung mitnehmen eigentlich. Jetzt fürs Grinden würde ich. Fürs Grinden kann man einfach alles zu Hause lassen, bis auf Piege. Haben wir nichts zu verlieren.